Hallo Leute, willkommen bei Blender Cotton Coffee. Mein Name ist Bernie und heute geht's weiter an unserem Roboter. Und zwar haben wir das letzte Mal schon die ersten Refinements hier an der Railgun gemacht. Genauer gesagt hier am Hauptkorpus. Hier möchte ich später noch so eine Art Ladeanzeige machen. Das heißt, das wird einfach nur ein farblicher Gradientverlauf. Vielleicht mit ein paar technischen Infos, die draufstehen. Also einfach um dem Ganzen noch ein bisschen Detail zu verleihen. Das hier hinten mit der Vertiefung passt mir auch, das mit dem Abschluss. Was ich jetzt noch machen möchte, ist natürlich hier den Lauf anzupassen, denn der sieht noch ein bisschen langweilig aus. Effekte werden wir da nicht allzu viele drauflegen hier im Blender. Das werden wir eventuell in Photoshop oder auch Krita oder GIMP nachbearbeiten. Das muss ich mir dann ansehen. Eventuell mache ich auch mehrere Varianten, da gewisse Sachen im Photoshop natürlich einfacher sind. Aber zuallererst möchte ich hier quasi ein Muster mal reinbringen. Und das soll so eine Art Schienensystem sein. Liegt jetzt nicht unbedingt daran, dass es eine Railgun ist, aber ich finde, das würde dem Ganzen einen guten Touch verleihen. Und da meine ich dann vor allem sowas wie... Mal googeln. So. Haben wir schon das Passende? Und zwar sollte das in etwa so diese Form hier haben. Das heißt, so diese Attachment-Systeme, die man von Waffen kennt. Und das möchte ich hier quasi mal reincutten. Und die einfachste Möglichkeit dazu ist, ich setze mir hier mal den Cursor hin. Stelle dann mein Lieblingsobjekt, den Cube. Und gehe mal in die orthogonale Ansicht von der Seite. Ich mache das jetzt mal kleiner. Gib das hier unten mal rein. Können natürlich auch sagen, um das wirklich schön mittig zu platzieren, könnten wir hier jetzt natürlich den Modifier anwenden. Tatsächlich ist es aber egal. Denn wir werden so oder so nach unten gemirrored. Das heißt, die Cut Operation findet natürlich zuerst oben statt und das wird dann gemirrored. Also da müssen wir eher aufpassen, dass wir das auf dem Modifier Stack richtig unterbringen. Gehen wir das mal hier hin. Ich werde das mal um einiges schmäler machen. Ich muss den Pivot Point natürlich noch anpassen auf Medium Point. Und wir können das auch in der Z-Achse skalieren, damit es nicht so extrem ist. Und dann schieben wir das hier runter und hier so rein. Und ich wende das jetzt mal an, also die Scale wende ich an. Und werde hier erstmal die Cut Operation ausführen. Und ich sehe schon, also der Schnitt wird erfolgreich platziert, aber ich muss jetzt natürlich nachschauen. Ihr habt mir das vor dem Mirror platziert, das passt. Dann schnappen wir uns jetzt unser Cut-Objekt und werden dann einen Area Modifier anwenden. Und hier bleiben wir beim Relative Offset, denn ich möchte jetzt immer sozusagen eine Dicke von 1 als Abstand lassen. Das heißt, die Direction ist hier natürlich nicht X, sondern Y, das heißt wir sagen hier 0. Und da wir quasi das lokale Koordinatensystem nicht verändert haben, müssen wir in die negative Y-Richtung. Wenn ich jetzt minus 1 mache, dann schließt das natürlich hier perfekt ab. Also ihr seht das, dann werden die verbunden. Deswegen mache ich hier minus 2. Und es sieht schon ganz gut aus. Und hier möchte ich jetzt einfach nur das bis hierhin ziehen. Das kann ich eben auch nach Augenmaß machen. Vorne könnten wir theoretisch sogar ein Stückchen freilassen noch. Das heißt, ich sage hier etwa so, die letzten 2 oder 3 Cuts mache ich wieder weg. Ich kann das hier auch mit GIMP noch so hinschieben etwas. Und blende mir dann jetzt mal die Cut-Objekte aus. Und ich sehe schon, es kommt jetzt noch zu leichten Shading-Problemen. Und das liegt allen voran daran, dass wir unseren Lauf ja quasi nicht perfekt geradlinig gemacht haben von dieser Fläche, sondern der natürlich etwas zuläuft zur Mitte. Und da könnten wir uns jetzt was zunutze machen. Und zwar werden wir jetzt hier quasi den Cursor erstmal auf diesem Cube platzieren. Und dann fügen wir uns ein Empty ein. So. Und dieses Empty, das muss ich jetzt hier rüberschieben. Das heißt, das mache ich jetzt einmal nach Augenmaß. Das muss nicht so genau sein.
Und dann verwenden wir anstelle des Relative Offsets ein Object Offset und orientieren uns hier an diesem Empty. Und an sich ist jetzt mal gar nichts passiert. Das heißt, wir haben noch dasselbe Ergebnis wie vorhin. Aber jetzt möchte ich das natürlich minimal kleiner machen. Und zwar muss ich hier das Empty nehmen, denn dann wird die Scale entsprechend so angepasst. Gefällt mir jetzt aber in dem Sinne auch wieder nicht, weil das Objekt dadurch schmäler wird. Das heißt, wir müssen das wohl so lassen erstmal und werden da jetzt was anderes versuchen. Das heißt, ich lösche das Empty wieder und werde den Array Modifier wieder auf Relative Offset setzen. Aber natürlich, da ich weiß, dass es sich etwas biegt, kann ich das Ganze jetzt rotieren und zwar nur ganz leicht, etwa so. Und blende mir das aus und schon passt das Shading hier wieder. Wir sollten hier natürlich auf Nummer sicher gehen, Auto-Smoothing zu aktivieren, denn ich möchte hier einen ordentlichen Kontrast haben von der Rail. Und passt auch so, finde ich. Passt ganz cool sogar. So, dann schnappen wir uns hier noch diese beiden Flächen dann. Denn ich möchte da einfach nur ein bisschen mehr Struktur reinbringen. Wir nehmen die auch noch mit. Machen jetzt ein Inset, nicht allzu viel, und dann mit Alt-E Extrude Along Face Normals, und zwar nach innen. Denn dadurch bekommt das ganze Ding etwas mehr Profil. Und hier vorne machen wir noch sozusagen den umgekehrten Trick. Wir machen Inset, extrudieren es aber dann nach außen. Einfach um dem Ganzen ein bisschen mehr Detail, ein bisschen mehr Tiefe zu geben. Wir könnten jetzt natürlich hier oben auch noch Sachen anbringen, aber das würde ich dann doch schon lassen. Ich werde mir jetzt nochmal eben die Modifier ansehen, und zwar möchte ich noch einen Bevel Modifier haben. Und beim Bevel Modifier, den werden wir natürlich wieder auf die Angle setzen, gehen hier auf 3 Segmente und die Distanz wieder relativ klein, ich würde mal sagen ein Viertelzentimeter, also 0,0025. Versuchen wir sogar mal mit 0,005. Ja, das sieht ganz gut aus so. Aber ich sehe schon, hier bekomme ich dann Shading-Probleme. Und zwar muss ich den natürlich vor den Mirror schieben. So. Und damit hätten wir quasi auch den Lauf der Railgun jetzt etwas aufgebessert. Hier kann ich noch was machen. Und zwar möchte ich hier einfach 2 Loopcuts einfügen. Oder wir versuchen es mit einem Inset. Aber das Inset seht ihr schon, es führt zu Problemen. Dass wir fügen uns hier 2 Loopcuts ein, selektieren das und schieben das nach innen. Und um es leichter zu machen, können wir erstmal diese beiden Edges hier schnappen. Shift E1 für das Edge Barrel Weight. Und extrudieren den jetzt nach innen, denn dann bekomme ich hier auch die Rundung noch geschenkt und habe etwas mehr Struktur dran. Wir können dann natürlich auch sozusagen diese Fläche hier noch nach unten schieben, diese da unten nach oben. Aber so detailgenau wird man da jetzt mal nicht hinschauen, beziehungsweise werden wir eventuell sogar noch eine Blende machen. Damit hätten wir auch den Railgun Arm jetzt mal abgeschlossen. Und hier oben werden wir viel mit den Texturen lösen, das heißt, hier hinten haben wir die Antenne, da wird auch viel mit den Texturen gearbeitet, denn wir wollen das Ding ja irgendwann mal fertig bekommen. Wo wir aber jetzt definitiv noch nacharbeiten müssen, weil natürlich im Vergleich zu den anderen Stellen die Details total fehlen, das sind die Beine. Und dazu ist anzumerken, Roboterbeine können ziemlich, ziemlich schwierig werden. Aber wir schaffen das. So, zuallererst werde ich mir jetzt mal diesen Loop hier schnappen und schiebe den mit GG etwa hier raus. Denn ich möchte hier jetzt gleich eine Ausnehmung machen, weil ja quasi der zweite Teil des Fußes nicht im ersten stecken kann. So, dann fügen wir uns hier noch einen Loopcut ein. Und das Ganze wird natürlich dann auf die andere Seite übertragen, da wir ja den Mirror Modifier aktiv haben. Ich möchte mich jetzt hier nach einer Kante ausrichten, und zwar nach oben mit E, denn ich möchte eine möglichst geradlinige Kante, nach unten, sorry. Falls er sich an der oberen Kante ausrichtet, wie immer mit F umschalten.
Ich gerade die Screencast Keys, das merkt er sich immer noch nicht. Und jetzt werden wir damit mal in die lokale Ansicht wechseln. Denn wir nehmen jetzt einfach diese Flächen hier, also gar nicht mit Steuerung bis hier rüber selektieren und löschen die. Und müssen wir das natürlich noch entsprechend verschließen. Das heißt hier mit F und hier mit F. Reicht auch so, das reicht auch so. Und jetzt kann ich mir natürlich die Arbeit machen und hier die Quartz-Topologie fortsetzen. Da bin ich aber ehrlich gesagt so, dass ich sage, ich schließe lieber das ganze Face hier. Einfach, dass es ein Engon wird. Und mache gegebenenfalls ein Inset, falls ich das noch brauche. So, zurück sind wir hier jetzt aus diesem lokalen Modus. Hier ist ganz wichtig, für die Credibility, müssen wir auch immer auf Nummer sicher gehen, dass unser Roboter hier in der Bewegung nicht an seine physischen Grenzen stößt. Also hier vorne ist natürlich kein Problem, aber natürlich diesen Teil seines Beins kann er nicht mehr weiter hier nach oben abwinkeln. Also das würde nicht funktionieren. Wenn wir das wollen, dann können wir jetzt verschiedene Möglichkeiten. Also wir hätten zum einen könnten wir alles hier nach oben schieben. Zum anderen können wir aber auch sagen, wir schnappen uns einfach die Edges bis hier drüben und schieben die mit GG noch ein bisschen rauf. Das heißt, hier haben wir natürlich dann eine Schräge. Könnten wir theoretisch mitnehmen, sollte aber kein Problem machen. Aber dann haben wir hier nach hinten noch etwas Spielraum, wo er sich bewegen kann. So, und natürlich hier drinnen müssen wir nicht allzu viel machen, haben wir gesagt. Das wird so eine Art Gewebe, welches die Mechanik des Fußes verdeckt. Das ist jetzt nicht nur einfach dem Design so geschuldet. Natürlich können wir uns hier gewisse Detailarbeiten dann sparen. Aber was wir definitiv brauchen, sind hier noch ein paar Details, denn hier sieht es noch ziemlich leer aus. Und da können wir jetzt gucken, ob wir noch irgendwelche Assets übrig haben. Oder wie später welche machen. Also ich würde hier eher sogar zu einem Cutter-Objekt tendieren. Und also wir haben hier zum Beispiel einen Sechskanter mit dem Muster. Den könnten wir noch runterbringen zum Beispiel. Und würde ich jetzt einfach mal schnappen. In dem Fall muss ich den natürlich mit all seinen Objekten duplizieren. Das heißt auch mit dem Cutter und mit dem Empty. Oder ich sage jetzt quasi, ich wende mal alles an. Das heißt, ich dupliziere mir den einmal. Shift D, schiebt den mit GX hier rüber. Und dann müssen wir erst natürlich hier den Area Modifier anwenden. Dann müssen wir hier den Boolean Modifier anwenden. Und dann können wir das löschen. Das heißt, dann können wir das Cut-Objekt relativ simpel verwenden. So. Und ich werde mir hier jetzt natürlich gleich meinen Cursor auf die Fläche platzieren, die ich brauche. Und zwar möchte ich das hier oben reinhaben. Da sage ich jetzt dann mit Shift S, Cursor to Selected. Gehe dann wieder aus dem Edit Mode raus, dupliziere mir das, Shift S, Selection to Cursor. Und jetzt ist natürlich wieder das Problem, dass sich das noch nicht nach der Fläche ausgerichtet hat. Kann ich aber machen, indem ich auf G drücke und mit Steuerung. Und wir haben das Ganze schon mal hier oben. Kann ich das noch etwas skalieren? Und dann schnappen wir uns die beiden Objekte und mit Steuerung Ziffernblock Minus führen wir mal die Cut Operation aus. Und jetzt kann ich das Ganze natürlich hier schön rotieren. Kann mir auch die beiden Objekte schnappen, damit ich das besser sehe. Sorry. Noch immer nicht ganz fit. Und mit RZZ kann ich das jetzt rotieren, bis das einigermaßen passt. Wie gesagt, es muss hier nicht alles hundertprozentig genau sein. Ganz wichtig, also das hier ist trotzdem einfach nur ein Objekt, also wir müssen hier nicht Millimeter genau arbeiten, aber natürlich sollte es immer glaubwürdig sein. Hier auf der anderen Seite sehen wir schon schön, was rauskommt. Und ich möchte jetzt hier auch noch einen Bevel Modifier anwenden, und zwar mit dem Limit Mode Angle. Da möchte ich hier auch das Shade Smooth aktivieren. Mit dem Auto-Smoothing, das haben wir schon aktiv, das ist sehr gut. Was mir jetzt aber definitiv hier fehlt, das ist ein Subdivision Surface Modifier. Und den werden wir jetzt natürlich vor den Bevel Modifier schieben. Und ach,
So, weiter rauf. Auch natürlich vor dem Mirror und sogar vor den Boolean, denn ich möchte den Cut relativ geradlinig haben. Und ihr kennt es natürlich schon, jetzt müssen wir hier erstmal die ganzen Hard Edges vergeben. Das ist Shift E1. Hier hinten möchte ich eigentlich den gesamten Loop entsprechend so gestalten, also auch Shift E1. Dann diesen Loop hier, Shift E1. Diesen Loop hier mit Shift E1. Hier möchte ich sogar den Übergang beibehalten. Also diese Flächen hier, die müssen nicht so hart sein. Wir werden gleich mal die Subdivision im Viewport auch auf 2 hochdrehen. Ich schalte mir jetzt aber eben mal kurz die Modifier aus. Das heißt, auch den Bevel werde ich jetzt mal deaktivieren. Denn ich muss mir jetzt natürlich meine Kanten aussuchen, die auf jeden Fall richtig gesetzt werden müssen. Also hier mit Shift E1, dann haben wir diesen Loop hier mit Shift E1. Hier dasselbe, Shift E1, hier und da müssen wir mal auf ein paar Stückchen selektieren, bis ihr alles habt. So, dann schnappen wir uns auch das noch, Shift E1 und können jetzt mal den Subdivision wieder aufdrehen. Und jetzt schauen wir mal. Hier außen, also hier unten die Rundung, die möchte ich. Hier oben möchte ich sie allerdings nicht, das heißt, hier muss ich diese Supporting Edges natürlich mitnehmen. Und das werdet ihr natürlich auch gleich wieder sehen, wenn wir die hier oben nicht mitnehmen, dann dürfte auch das Shading noch nicht passen. Ich würde mich zwar gerne positiv überraschen lassen, aber ich kenne ja Blender mittlerweile. Wir müssen diese beiden Edges und diese beiden Edges hier mitnehmen, um hier quasi diese Kanten zu supporten. Das heißt, jetzt haben wir hier wirklich eine Hard Edge. Gleichzeitig hat sich hier unten aber eine ordentliche Rundung gebildet und es ist bei weitem nicht mehr so stufig wie vorher. Wo wir dann natürlich aufpassen müssen, ist an so Stellen wie hier entstehen Unschönheiten und da müssen wir dann auch sagen, wir übernehmen das Hard Shading, also diese Hard Edges hier rüber, um hier eine klare Grenze zu schaffen und quasi keine groben Shading-Probleme zu bekommen. Hier oben ist es grenzwertig, aber es geht noch. So, an der Innenseite wollen wir natürlich auch diese beiden Edge-Loops hier mit Shift E1. Diese beiden Edges wollen wir und diese beiden Edges Shift E1. Und auch hier wollen wir die Kante beibehalten. Das heißt, wir schnappen uns noch diese beiden und auch mit Shift E1 wieder Hard Edges vergeben. Und das Resultat sieht jetzt schon mal so aus. Und das passt natürlich schon sehr viel besser zu unserem Roboter. Jetzt kann ich natürlich sagen, ich verschiebe das Ganze hier nochmal. Und möchte das neu platzieren. Ist jetzt natürlich ein bisschen schwierig. Wir können auch mal versuchen, die Rotation zu kopieren. Denn dann können wir das Objekt auch anders platzieren. Und zwar mittig auf dem Fuß. Das ist wie gesagt immer ein bisschen schwierig, also wir könnten uns jetzt theoretisch eine Kamera machen. Ich zeige euch das jetzt mal eben, wie das funktioniert. Dazu werde ich hier oben eine neue Collection erstellen. Ich habe keine Ahnung, was ich jetzt gepastet habe. So, wir wollen eine neue Collection. Und die nennen wir jetzt mal Special Cameras. Dann zeige ich euch einen wirklich hilfreichen Trick für solche Sachen. Wir setzen erstmal den Cursor hier und erstellen uns jetzt eine Kamera. Die kann ich auch mit GZZ schieben theoretisch. Und diese Kamera nenne ich mal Ortho. Fuß. Denn das soll eine orthogonale Kamera werden für den Fuß. Und dazu kopiere ich erstmal die Rotation. Und natürlich bringt man die jetzt auf die Art noch nicht unbedingt so viel. Ich meine, wir können natürlich auch hier schon reingehen. Muss ich mit Steuerung 0. Aber wir müssen noch ein bisschen was anpassen an der Kamera. Und ich sehe schon, jetzt hat es mir natürlich meine Ansicht verdreht. Zeige ich euch nachher noch, wie ihr daraus zurückkehren könnt. Allen voran werden wir die Kamera mal um ihre eigene Achse um 90 Grad rotieren entlang der Z-Achse. Denn jetzt sind wir quasi schon so ausgerichtet. Und was wir jetzt machen können ist, wir nehmen uns jetzt die Kamera und gehen hier in den Settings auf Orthographic.
Und jetzt ist es so, dass wir eine perfekt orthografische Kamera haben auf diesen Fuß. Das heißt, wenn ich hier einfach mit G das Ganze verschiebe, dann bewegt sich das quasi nicht irgendwie durch das Mesh hindurch oder falsch, sondern wir können hier tatsächlich ein ordentliches Verschieben ermöglichen. Und jetzt müssen wir natürlich, um weiterzuarbeiten, wieder zurückkehren aus dem lokalen Modus. Wenn ihr das mal nicht habt, gibt es auch einen Shortcut für, brauchen wir jetzt nicht. Einfachster Trick ist hier wirklich einfach aus dem das in einem lokalen Modus zu machen, denn solche Kameras können sonst die Ansicht ziemlich verfuschen. Der einfachste Weg daraus zurückzukehren ist eigentlich eine neue Kamera World Origin zu erstellen, die mit Steuerung Ziffernblock 0 dann anzusteuern, dass ihr durch diese hindurch sehen wollt und dann die Ansicht zu drehen. Also das ist für mich immer der schnellste Fix. Es gibt bestimmt auch einen Shortcut. Den muss ich aber erstmal raussuchen. Dann mit GZZ schiebe ich das noch ein bisschen raus. Und parente das jetzt mal an den Fuß. Denn ich möchte, wenn sich das Ding bewegt, keinen Fall irgendwie riskieren, dass dabei quasi unsere Position verloren geht. Denn die ist perfekt. So, dann gehen wir auf den Fuß. Aktivieren hier auch den Bevel Modifier wieder. Erinnert euch, wir haben den auf Angle gestellt. Wir gehen wieder auf drei Segmente. Und ich sehe, ich habe hier drin einige Shading-Probleme. Das ist vermutlich der sehr, sehr einfachen Topologie hier geschuldet, beziehungsweise auch dem Angern. Dem kann ich entgegenwirken, indem ich mal ein Inset versuche. Und hier eventuell zwei oder drei Subdivisions mache. Und auch hier müsste ich das machen. Also wir könnten hier die Topologie noch ein bisschen fixen. Alles in allem würde ich aber sagen, wir lassen das vorerst mal, denn wir werden jetzt ohnehin gleich noch was machen. Wir brauchen aber sehr wohl unseren Cutter wieder. Das heißt, ich suche mir mal eben raus, wie der heißt. Cutter Hex Complex 1.3. Macht das dann rückgängig, dass ich den sichtbar gemacht habe, denn ich habe alle sichtbar gemacht. Und in den gehe ich jetzt rein und dann lokalen Modus, das ist das Einfachste, möchte ich mir jetzt quasi den Mittelpunkt dieser Fläche hier unten schnappen. Und sage hier Cursor to Selected, gehe damit raus und verstecke das Ganze wieder. Denn jetzt möchte ich hier noch ein Objekt aus meinem Kit Bash hin platzieren. Und zwar möchte ich, das ist jetzt die gute Frage, was hier wohl am besten reinpasst. Ja, ich würde sagen, wir duplizieren uns das hier mal mit Shift D, aber auch mit GX einfach mal hier rüber. Schnappen uns dann die Plane und mit G und gedrückte Steuerungstaste versuche ich mal hier halbwegs den 3D-Cursor zu treffen, einfach um die Ausrichtung zu bekommen. Natürlich hätten wir die auch kopieren können. Und jetzt kann ich sagen, Selection to Cursor. Und wir machen jetzt das über die Plane hier kleiner. Und zwar sehr viel kleiner. Denn das soll nur so eine Art Abdeckung sein. Können das dann hier auch noch drehen. Dazu können wir jetzt, wenn wir aufpassen, wieder in unsere orthogonale Kamera wechseln. Schnappen wir aber dazu quasi auch das hier und das hier. Gehen in den lokalen Modus. Und kann jetzt hier mit RZZ 90 das so ausrichten. So gefällt mir das jetzt. Und wir machen es nochmal rückgängig. Wir sagen RZZ minus 30 müssen das sein. Das ist nach diesen beiden Vertiefungen hier ausrichten. Drück dann nochmal die 0, um wieder zu meiner Ansicht zurückzukehren, um mir hier nicht die Rotation der Kamera quasi zu schnappen. Jetzt müssen wir das Ganze eigentlich nur noch mirrorn. Und das ist ganz einfach. Wir schnappen uns die Objekte, das heißt die Cut-Objekte und das Hauptobjekt auch. Zuletzt den Fuß, sagen dann Copy Selected Modifiers und schnappen uns den Mirror.
Und schon habe ich das Ganze auch auf der anderen Seite drinnen. Und es sieht jetzt ganz gut aus. Wir haben hier eine interessantere Struktur. Und haben damit eigentlich ja unseren Fuß schon etwas tiefer verliehen. Eventuell werden wir hier noch ein paar Lichter anbringen dann beim nächsten Mal. Ganz wichtig, oder vielleicht beim nächsten Mal, ganz wichtig wird nämlich nächstes Mal, wir müssen hier dringend noch richtige Gelenke machen. Das heißt vor allem hier noch. Und eine der schwersten Stellen wird dann das hier, denn das ist immer noch geblockt. Also das sind auch noch ganz, ganz wenige Details. Und wir brauchen hier gerade für den Fuß ein relativ spezielles Gelenk. Aber das sehen wir uns dann beim nächsten Mal an. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich natürlich freuen, wenn ihr mir noch ein Abo da lasst. Und auch die Glocke aktivieren, dann kriegt ihr Nachrichten, wenn ein neues Video online geht. Und ansonsten sehen wir uns beim nächsten Mal. Tschüss.